Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Outer Worlds. In der letzten Folge haben wir uns auf den Weg zu einem sehr mysteriösen Ort gemacht, haben festgestellt, dass wir dort aber keine Legitimation bekommen. Deswegen suchen wir derzeit nach diesem Legitimationsschlüssel und dafür werden wir nach Fallbrooks wandern und auf dem Weg werden wir etwas sehr Geheimnisvolles treffen, denn geheimnisvoll ist der neue Trend bei mir. Viel Spaß. Weil ich kann mich ja easy reinschleichen. Aber ich kam nicht an denen vorbei, sonst würde ich da einfach durchgehen. Kaboom! Oh, ich liebe es zu snipern. Das ist einfach das Beste. Vor allem innerhalb von 3 Sekunden sterben einfach alle. Die können aber nichts dagegen machen. Weil ich der übelste Sniper bin. Und die Abgewehr Ultra. Ja, ich muss sagen, das Jagdgewehr ist echt nicht schlecht, ne? Kann ich mich nicht beschweren. So, die Frage ist nur, wo könnten wir denn das ganze Zeug finden? Bayside Trace. Amber Heights. Na gut, den Rest müssen wir noch erkunden. Vielleicht finden wir irgendwo so eine Schlüsselkarte. Vielleicht hätten wir sie ihm auch klauen können. Okay, ich sehe da zwar eine Leiche, aber nichts anderes. Das ist skurril. War ich hier vielleicht schon? Ich sehe euch. Oh, wie sie aber richtig reagieren können. Alter, was seid ihr denn? Katzen oder was? Oh, ihr seid gleich tot. Wie schnell die auch reagiert haben. Alter Schwede. Ich habe den Schuss verpasst und die drehen sich sofort um und im Drehen haben sie schon geschossen mit ihrem komischen Spuckscheiße. Hallo. Das ist einfach nur Rache. Das, was sie mir angetan haben. Das ist das erste Mal, hier auf Monarch gelandet bin. Ja, jetzt komm. Lade zu Ende nach. Oh, ich lebe gefährlich. Halleluja. Was haben wir denn hier? Ein Tresor 95. Kann ich eine Markierung setzen? Oh, man kann keine Markierung setzen. Scheiße. Dann muss ich es mir merken. Ich und merken. Alles klar. Können wir vergessen, dass wir das hier jemals öffnen können. Okay, neben dem Penis irgendwo da drunter. Okay, alles klar. Ich hoffe, ich merke mir das. Die Frage ist nur, wie kommen wir jetzt zu unserem Ziel? Indem wir vielleicht den richtigen Weg gehen. Ich könnte mir vorstellen, dass einer von denen vielleicht einen Schlüssel hat. Aber der Tresor muss ja irgendwo vom Himmel gefallen sein, ne? So wie es aussieht. Der ist jetzt ziemlich tief in den Boden. Oh, ich dachte, da steht ein Gegner. Im Boden drin. Leute, ich brauche Erfahrung. Es tut mir leid, aber ich muss euch töten, auch wenn ich da lang gehen könnte. Vor allem, ich habe einen verdammten Schalldämpfer, ne? Huch. Ich weiß nicht, was dieser Schalldämpfer bringen soll. Einfach keine Ahnung. Es ist ein bisschen seltsam. Wo kann ich meine Erfahrung sehen? Ach du Scheiße, ich bin am Anfang von 18. Das kann dauern.
Ich werde es in dieser Aufnahme bestimmt nicht mehr machen können. Schade eigentlich. Ach, euch kenne ich doch. Ist nicht das erste Mal, dass wir uns begegnen. Heute sterbt ihr zweimal. Zweitausend Erfahrungen. Zweitausend Erfahrung ist anscheinend nicht so viel. Schade. Nee, was soll's. Oh, okay, ich habe nichts gebrochen. Mantisauren. Haben wir schon mal gegen die Viecher gekämpft? Glaub nicht, das ist das erste Mal. Und ich muss verdammt nah rangehen, was mich ein bisschen stört. Alles klar, diesen Tanky. Was bist du denn? Scheiße. Okay, laufen wir. Ich habe keine Aussichtsplattform, um auf die zu zielen. Ist ein bisschen ungünstig. Oh, da ist auch noch irgendwas. Und der Headshot hat irgendwie auch nicht viel gebracht. Na, guck mal, Mütter. Die gefallen mir schon eher. Die kann ich töten. Dieser Bug, der ist richtig störend. Hallo? Kommt ihr denn her? Ich wollte gerade sagen, der kann doch nicht alleine sein. Genau, ich kann die Mantis eigentlich verkrüppeln, ne? Hä? Das ist auch nix. Oh, der hat sich eingegraben, oder? Ist das possible? Okay, das war scheiße. Der hat sich doch bestimmt eingegraben. Analyse! Nur leider hat man keine Zeit, die Analyse zu lesen. Lebst du noch? Lebst du immer noch? Auf zu leben. Oh, du bist Hanky. Was für zähe kleine Mistviecher. Was habt ihr denn da so mitgenommen? Trippklinge MK2. Okay, auch nicht wirklich toll. Okay, wir haben es gleich geschafft. Ich würde mich ganz ehrlich gesagt auch gerne mit den Mantikoren mal anlegen. Und ich glaube, wenn ich von dieser Richtung aus gehe, könnte ich sie auch von oben erwischen, oder? Ist hier lang? Ist nicht der Weg zu den Mantikoren, oder? So, wir wollen ein schlechter Fluchtweg. Okay, probieren wir es zuerst mit dem Mantischwarm. Scheiße. Alter, die sind. Oh, 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 die sind tanky. Oh. Oh. Die machen Blutungsschaden. Oh Gott. Ich habe ja gesagt, das ist ein scheiß Fluchtweg. Der schützt sich. Und das ist eine Larve. Huh! Nein, nicht, jetzt nicht nachladen. Warum lädst du nach? Ich habe dir nicht gesagt, dass du nachladen sollst. Okay, verkrüppeln wir ihn. Kannst du sterben? Tust du mir den Gefallen? Irgendwer? Ach du Scheiße. Was geht denn hier ab?
Die verfolgen mich einfach immer noch. Warum? Okay, ich habe einen getötet. Oh Gott, ich brauch mein Zeitding ins Kirchen, um sie zu verkrüppeln. Das kann, was sind denn das für Viecher? Ah, geil. Oh nein. Ich sterbe, Zero. Lauf lieber weg. Ich dachte, ich habe sie verkrüppelt. Nein, 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 ich kann nicht schießen! Okay, probieren wir es damit. Oh, ist er genau neben mir oder ist es meine Hand? Oh, bitte sei hier kein Dead End. Es ist hier ein Dead End! Oh, ich habe einen getötet. Oh nein, jetzt kommen die auch noch. Ach klar, die wohnen hier. Oh. Das ist da, wo ich sie das erste Mal gesehen habe. Mantiphobie. Du wurdest in der Vergangenheit zu häufig von Mantilarven und Mantisauriern angegriffen, was Spuren bei dir hinterlassen hat. Wenn deine Gruppe von einer Mantikreatur angegriffen wird, sinkt deine Leistungsfähigkeit im Kampf. Geschicklichkeit, Wahrnehmung, Geistes. Ja, komm, klar, nehme ich. Kein Problem. Dafür kann ich den nächsten Punkt nehmen. Tragekapazität, ne? Würde ich sagen, ja. 100 Kilogramm drauf. Das nehme ich gerne. Haha! Es waren keine 100. Aber gut. Alter. Ist ja einfach ein Dead End. Und du siehst das nicht. Slowen? Ich glaube, er hat Probleme. Wenn ich da lang gehe, könnte ich ihm helfen. Ich könnte auch versuchen, von hier aus mal zu snipern und zu gucken, was passiert. Ich kann nicht schießen. Die Waffe ist kaputt. Nein. 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 Nein, die Waffe kann ich... Nein. Die Waffe ist kaputt. Oh, es ergibt Sinn. Das war gar nicht mal so schlecht. Ich glaube einfach, dass Blitzschaden gegen Mantikore einfach nicht gut ist. Weil das war gerade einfach. Weil es einfach einfach ist. Komm, guck doch mal, was mit deinen Leuten passiert ist. Ich will aber auch nicht runterspringen. Also gut, es scheint einfach zu sein, die zu töten mit dieser Waffe. Das ist ganz schön Massaker hier gewesen. Was gibt's denn noch hier so Schönes? Hätte ich auch von hier aus kommen können? Nee, es geht hier einfach noch höher.
Okay, wir passen ein bisschen auf. Ich weiß nicht, was hier abgeht. Ich bin jetzt auch noch geschockt durch den Scheiß. Muss mich jetzt konzentrieren, scheiß Minen zu finden. Das waren irgendwelche besonderen Manticore gerade, ne? Kann das sein? Hihihi, ein Gegner tot. Stimmt, das waren irgendwelche großen. Und ich glaube, Projektilwaffen wie die hier sind besser als Blitzwaffen. Surprise! Zumindest gegen Manticore. Gegen Menschen sind Blitzwaffen eigentlich ganz gut, gegen Roboter. Das heißt, ich werde diese Waffe auf jeden Fall behalten. Komm, sag mir nicht, dass hier noch mehr Manticore rumhängen. Kann ich jetzt echt nicht gebrauchen. Von hier aus komme ich gar nicht rein. Ach doch, komme ich. Er steht immer noch da und der Kollege, der überlebt hat, keine Ahnung. Wir kommen auf jeden Fall gleich an diese Ecke zurück. Ich möchte erstmal mit diesem Sloan reden. Was er da macht. In dieser komischen Brücke. Ja, geil. Na gut, laufen wir hier hoch. Hä? Ist da jemand drin? Gott, schon wieder einen Namen gesehen. Ja, aber gut. Gut, 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 gut. Ich meine, wir müssen sowieso da hinten in die Richtung. Für die Quest, von daher werden wir ans Lohn schon vorbeikommen. Und die fragen, was da abgeht. Okay. Du bist kein Gegner, du bist der Horizont. Da ist ein Speer. Look, I didn't mean what I said about your outfit. It's very fashionable, I swear. Sorry. Ich dachte, ich kann dich retten. Aber offensichtlich nicht. Ich glaube, der wäre so oder so gestorben. Da oben ist nämlich keiner. Ich weiß nicht, an wen er gestorben sein soll. Da! Doch, da. Ein Mythos. Doch, habe ich schon öfters gesehen. Ich habe schon öfter einen Soldaten mit Mütter gesehen. Nein, ein Söldner. Ich habe mich da gar nicht hinbewegt, aber danke, Spiel, dass du mich dahin schickst. Nein, das wollte ich auch nicht. So, wir sind hier bei einem Labor angekommen. UD irgendwas. Schauen wir doch mal rein. Okay, da ist schon mal einer versteckt. Hui, Heckenfähigkeit zu niedrig. Schlüsselkarte für das Waffenterminal. Ah, UDL-Labor. Waffenterminal, das hört sich schon mal gut an. Kriege ich hier vielleicht eine Wissenschaftswaffe in diesem wissenschaftlichen Labor? Ist dies possible? Ungeziefer. Ein Hammersmith. Oh, oh gut, ist okay. Ist jetzt nicht der Hammer, aber besser als nichts. Schön erbärmlich gestorben. Ihr solltet runterkommen. Wir haben eine Menge Spaß.
Keine Granaten, ne? Ist nicht gut. Wieso habt ihr zwei Anführer? Wer denkt sich sowas aus? Ein Anführer reicht uns nicht. Wir brauchen zwei. Hast du zwei leichte MGs dabei? Alles klar, Junge. Übertreib's mal. Vielleicht kriegen wir hier irgendwie die Karte, die wir brauchen. Weiß ja nicht, oh, da guck, was liegt da? Schlüsselkarte für das Waffenterminal. Nicht das, was ich wollte, aber ja, eigentlich schon. Und Flammenwerfer. So viel kann ich jetzt tragen, so viel ich will. Oho. Und da ich Durst habe und mehr tragen möchte, trinken wir mal kurz was. 230. Na gut, bleib bei 230. Es fühlt sich so gut an, so viel tragen zu können, wie man will. Ja, ich glaube, der Anführer hat ihn da runtergeschubst. Der ist ja von irgendwo hier oben runtergefallen, ne? Ja. Der muss ihn hier aus dieser Tür rausgeschossen haben. So, aber Saft und so weiter nehme ich natürlich gerne mit. Kann ich nämlich gut gebrauchen. Alkohol vielleicht eher weniger, weil benutze ich eigentlich auch nicht. Oh. Universal Defense Logistics. Dafür steht UDL. Dieses Terminal ist nur für den Gebrauch durch UDL-Personal mit der Zugangsberechtigung A-237 zugelassen. Sollte diese Nachricht jemand lesen, der nicht über die Zugangsberechtigung A-237 verfügt, so möge sich diese Person für die sofortige Entlassung sowie weitere Disziplinarmaßnahmen bei ihren Vorgesetzten melden. Disziplinarmaßnahmen umfassen... sind aber nicht um... Disziplinarmaßnahmen umfassen, sind aber nicht beschränkt auf Geldstrafen ab 100.000 Bits. Aufenthalt in der UDL-genehmigten Haftanstalt für bis zu 136 Monate. Pflichtseminare zu Konzernvorschriften und Werten. Widerruf und Lounge und oder Toilettennutzungsrechte. Oh, ist ja gemeingefährlich. So, Projekt Lorem Ipsum. Das Ziel von Projekt Lorem Ipsum ist die Entwicklung eines wirkungsstarken, größtenteils nicht letalen Gases zum Einsatz gegen radiale, randalierende, aufgebrachte oder zu große Menschenmengen im Allgemeinen. Monarchs rechts reichhaltige Schwefelablagerungen machen den Planeten zu einem idealen Standort für Tests und Experimentierzwecke. Erste Ergebnisse sind vielversprechend, doch weitere Forschungsarbeiten sind notwendig. UDL streitet jegliches Wissen über und Verantwortung für Lorem Ipsum ab. Alle Daten dieses Berichts gelten als geschützte Informationen im Besitz von UDL. Daten auf extremes. Ja, gut. Speichere ich mir mal, ne? Nachrichten von Sanders. Guten Tag, ich schreibe, um darüber zu informieren, dass das Labor vollständig eingerichtet ist. Wir haben eine geeignete Schwefelablagerung gefunden, um mit der Bohrung zu beginnen, aber es riecht echt grässlich hier. Die einzige Bewohnerin, mit der wir bisher Kontakt aufnehmen konnten, ist die Supply-Chefin in Fallbrook. Ah, Fallbrook, da müssen wir hin. Sie stellt keine Fragen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie uns Wucherpreise anbietet. Und wir sind den Geschmack von abgelaufenen Krusty Bits ziemlich leid. Nach Fallbrook müssen wir. Das scheint ja auch in der Nähe zu sein. Sanders, es ist grässlich, es soll grässlich riechen, es ist Schwefel. Und es ist mir egal, was Sublight von euch verlangt, solange es bedeutet, dass eure Anwesenheit dort ansonsten unbemerkt bleibt. Wenn das hier rauskommt, verbringen wir den Rest unseres Lebens in
Umerziehungsmaßnahmen der Konzernleitung. Ich möchte erst wieder von dir hören, wenn du eine brauchbare Formel entwickelt hast. Sobald das geschehen ist, kannst du meinetwegen gemeinsam mit den anderen Laborratten nach Byzantium reisen und dich fürstlich bedienen lassen. Von Valdez. Und überleg dir einen besseren Namen für das Projekt. Etwas Eindrucksvolles und Aufsehenerregendes, das der Rest des Managements erst ernst nehmen kann. Vielleicht Waterloo oder Dangerburn. Ich bin es leid, von meinem Boss gefragt zu werden, warum ich Teile meiner Berichte nicht sachgemäß ausfülle. Weil der Name scheiße ist. Alternative Projekttitel. Wenn Valdez einen besseren Titel will, soll sie es mit diesen hier probieren. Sollte sie jemals diese Liste entdecken, wird sie außer sich sein und ich werde nicht meinen Hals für dich hinhalten. Sorg dafür, dass die niemand zu Gesicht bekommt, NS. Donnerköter. Eierblast. Stinkparade. Fick dich, Valdez. Ich will mehr Geld. Ja gut, das sollte ich sie wirklich nicht sehen. Ich dachte, das wären ernst gemeinte Ratschläge und nicht sowas. Oh. Ja gut, gucken wir mal, was dieses Terminal hier unten zu bieten hat. Oh, sorry. Aber das hatten wir schon mal. Um an Wissenschaftswaffen zu kommen, muss man diese Fragen beantworten. Frage 2. Du befindest dich in einem unserer zahlreichen UDL-Einkaufszentren für den persönlichen Sicherheitsbedarf und genießt dort unsere reichhaltige Auswahl an Mitarbeiterbefriedigungsausrüstung, als dich plötzlich ein Fremder anspricht. Er macht einen beiläufigen Kommentar, der als indirekter Angriff auf den Vorstandsvorsitzenden Rockwell interpretiert werden könnte. Was tust du? Ihn aufs Schärfste verurteilen und die Ehre des Vorstandsvorsitzenden verteidigen? Lächeln und weggehen, ihn weiter befragen, um seine Absichten zu ermitteln. Ja, eins oder drei, aber ich würde sagen eins. Korrekte Antwort. Frage 3. Du und deine Partnerin genießen eine gesunde und liebevolle Beziehung. Doch eines Tages findest du heraus, dass er oder sie euren Kindern nicht genehmigte Geschichten vorgelesen hat. Was tust du? Die Geschichten vernichten und deinen Kindern verbieten, sie jemals wieder zu erwähnen? Deine Ehepartnerin festzunehmen und deine Kinder für eine Umerziehungsmaßnahme anmelden? Die Geschichte den Behörden übergeben und die Verantwortung für den Vorfall übernehmen? Oh, das ist schwer. Ah, das ist schwer. Ich würde sagen, das zweite. Gibt es da eine falsche Antwort? Ich glaube, es gab keine. So, nach sowas müssen wir Ausschau halten. Die letzte Waffe war auch so. Libergewehr. Das ist kein Trampolin. Das ist eine schwere Waffe. Ah, traurig. Na gut, gehen wir weiter. Das war schon mal sehr erfolgreich. Und wir haben herausgefunden, wo wir an diese Sicherheitskarte oder an diesen Pass kommen, um an den Leuten vorbeizukommen. Wir müssen halt nur diese Stadt finden. Aber es wird ja nicht so schwer sein. Die muss ja hier irgendwo in der Nähe sein. Und als nächstes müssen wir da hoch zu dem Typen. Was waren das für Geräusche? Oh, da hinten ist wieder irgendwas. Ich hab's kurz rumspacken gehört. Gesprengte Brücke entdeckt. Bist du alleine? Nein. Die Waffe ist einfach immer noch besser als der andere Scheiß. Irgendwas ist da hinten. Und der hat es nicht mehr mitbekommen. Oh, guck mal, da sind noch mehr. Na, den Möter treffe ich leider nicht.
Hoho! Habt ihr den Schuss gesehen, alter Schwede? Der Heddy hat getroffen. Ah, Mantilaufe. Gut, die lasse ich mal in Ruhe. Vor denen habe ich ein bisschen Respekt momentan. Dann gehen wir mal auf die gesprengte Brücke rauf. Sehr schön. Fallbrook. Aha. Okay, da bekommen wir die Karte. Perfekt. Wir haben das, was wir wollten. Königin. Ist das dein Kopf? Sie ist nicht alleine. Hot. Okay, die Königin, vor der habe ich ein bisschen Respekt. Und ich würde sagen, wir gehen erstmal nach Fallbrook. Okay, läuft mir nicht hier. Alter, wie viel Schaden hat die gemacht? Es ist ganz wichtig für mich, dass ich zuerst nach Fallbrook gehe. Da kann ich speichern. Dann müssen wir uns um die Königin kümmern. Die machen auch so grässliche Geräusche, die Viecher, ne? Kann ich hier noch irgendwo einen Kill abstauben? Hehe. Kommt doch sowieso nicht bis zu mir durch. Lauft auf den Sniper zu, das ist die korrekte Entscheidung. Na genau, jetzt sehe ich es ein. Guckt euch die Idioten an. Na stimmt, je weiter wir schießen, umso weniger Schaden machen wir. Oh, er gibt auf. Eins für mich. Ich brauche die Erfahrung, tut mir leid. Normalerweise bin ich ja herzensgut, aber ich brauche die Erfahrung. Alles klar. Finde den Gelehrten, Fallbrook. Da werden wir uns umsehen. Wir werden diese Sicherheitsmaßnahme bekommen. Diese Sicherheitskarte, whatever das war. Und dann freuen wir uns einen Keks. Hallo, Mortimer Bell. Mit dir rede ich aber beim nächsten Mal.